Willkommen zurück. Dienstag, 1.3. Das zweite Monat bei Eddie's Goway bricht an. Ihr seid bei Lottl Gaming gelandet und verfolgt eine Planer 1 Logistikkarriere mit mir zusammen. So, morgens um 6 wird aufgestanden, wie üblich. Ja, wir haben ausgeschlafen. Wir kaufen einen Strauß Blumen. Wir wollen ja keinen Ärger mit den Nachbarn. Ja, willkommen zurück bei Lottl Gaming. Wir spielen wieder der Planer und gehen zuallererst mal in unseren Fuhrpark. Mal gucken, was da so los ist. Ja, wir haben einige wichtige Aufträge, die heute weg müssen. Und zwar zwei Tieflader. Oh, jetzt sind wir aus Versehen rausgegangen. Zwei Tiefladeraufträge, die wir heute erledigen müssen. Einmal hier die 65 Frachteinheiten, die nach Bayreuth müssen bis 15 Uhr. Die werden wir jetzt auch zuerst nehmen. Hilfe, da. Das Teil zu 5 ist in Ordnung. Kollege Hast übernimmt. Wir fahren ab und werden rechtzeitig vor Ort sein. Alles ist soweit im grünen Bereich. Um 8 soll der nächste Tiefleiter kommen, den wir brauchen, der diesen Auftrag abarbeiten will, sodass wir uns jetzt um die restlichen Aufträge kümmern können. Machen wir den gleich weg. Gibt zwar nicht viel, aber da können wir hier den einfachen Auftrag hier schnell abarbeiten. Jawohl. So, ich will keine Zeit verlieren für den Tieflader. Deswegen machen wir jetzt das alte Spiel. Wir warten, bis es Punkt 8 Uhr ist, wechseln wieder in den Fuhrpark und dann schicken wir, ja, den Tiefladen mit den 72 Frachteinheiten davon. Erster Auftrag. Heimann übernimmt, abfahren, versichern und versenden. Problem gelöst. Jetzt sind wir ganz entspannt. Jetzt haben wir nichts mehr, was auf den Nägeln brennt. Das Einzige ist vielleicht das noch der Kühlauftrag für 8 Frachteinheiten. Den machen wir gleich. Da schicken wir Güterzug raus. Passt. Alles safe. Und gut ist. Bevor wir jetzt ins Eingemachte gehen und alles groß weiter versenden, schauen wir erst einmal in unser Büro, in die Ablage, in der Hoffnung, dass wir neue Aufträge annehmen können. Jawohl, da sind auch einige da. Kühl geht immer. Zur Leitspruch. Ich muss mir da echt, glaube ich, mein T-Shirt machen. So, was haben wir? Bis morgen geht. Das geht. Ist weiter in der Zukunft. Das geht auch. Pritsche kann man annehmen, da haben wir gerade ohne Ende Kapazität. Da sind schöne Aufträge dabei. Nach Augsburg! Das lohnt sich ja überhaupt nicht. Da noch die Möglichkeit übers Schiff. Ja, dann machen wir das. So, wir haben 9 Uhr. Nehmen weitere Aufträge an. Und dann verschicken wir ein paar auf LKWs, ehe wir um 10 Uhr einen Konferenztermin haben. So, jetzt ist aber gut. Schön. Oh, 9:40 Uhr. Können wir noch zwei LKWs verschicken. Aber dann ist das so.
So, was haben wir alles? Wir haben für morgen Tieflader hier. Wunderbar. Wunderbar geht sich das aus. Vogel übernimmt. Den versichern wir mal. Und raus mit dir. Gut. 28 Frachteinheiten, jawohl. Haben wir auch erledigt. Passt. Einen kann ich noch machen. So, jetzt haben wir es aber für den Augenblick. Oh, LKW 8 hat einen schweren Defekt. Das gefällt mir gar nicht. Ist der unterwegs? LKW 8. Ach, der fährt nach Hause, nach Regensburg. Dann ist es halb so wild, keine Fracht dabei. Damit müssen wir in dem Augenblick halt einfach leben. Ja, unser Wartungsplan hinkt extrem hinterher. Wir hatten eine Zeit lang keinen Mechaniker. Das fällt uns halt jetzt voll auf die Füße. Aber auch da, was willst du tun? Muss man leben. Mitleben, so. So, 11:15 Uhr. Ich mache gar nicht lang rum. Ich gehe jetzt zuallererst zum Hafen und dann zum Bahnhof. Dann schaue ich mir das Büro an, die Ablage, und dann verschicken wir wieder LKWs. Der ewige Kreislauf des Logistikers. So, Güterversand. Ah! Hervorragend. Gut. Bahnhof, was sagt der? Morgen 11 Frachteinheiten. Die nehme ich. Macht mir den Stress ein wenig weniger und einer meiner LKWs ist halt ausgefallen. Super, hier 42 Frachteinheiten. 18 abziehen. Sehr nice. Wunderbar. So lassen wir das jetzt erstmal stehen. Da können wir ja zu gegebener Zeit noch mal drüber nachdenken. Ach ja. Das klingt nach einem Schiffsunglück. So ist es. Nordsee trifft uns nicht. Ja. Life is life, hätte ich gesagt. So, 13:30 Uhr. Jetzt wird es Zeit, dass wir wieder nach Hause kommen. Mit nach Hause meine ich unsere Geschäftsstelle. Müssen uns um Aufträge kümmern, beziehungsweise um den Versand von Aufträgen. Wir haben jetzt nichts, was heute noch weg muss, zum Glück. Für den morgigen Tag sind, glaube ich, noch ein paar kleinere Themen da, aber jetzt nehmen wir erst wieder Aufträge an. Ja, nach Bayreuth. Das geht auch. Das schaffen wir. So, Tieflader. Am 4. Jahr. Ja.
Ja. Und auch das nehme ich an. Nein. Ach doch, Lindau Putsche wäre gut gewesen. Naja, egal. Haben wir erledigt. Die Rechnung registrieren wir, dann ist es auch erledigt. Ja, ich weiß. Und wir faxen die Auftragsbestätigungen an die Unternehmen zurück, dass wir sehr gewillt sind, diese Aufträge abzuarbeiten. Und genau das werden wir jetzt tun. Ab in den Fuhrpark. Wunderbar. Dann gehen wir mal durch. Jetzt haben wir für morgen natürlich ein paar Aufträge. Oh, der ist natürlich ätzend. Sammeltrans anrufen. Da müssen wir jetzt ein bisschen hoffen. Jawohl. Auftrag erledigt. Glück muss der Mensch haben. Wunderbar. Dritter. Zweiter, da habe ich doch einen. Habe ich doch gesehen. Wir fahren nach Nürnberg. Das passt. Versichern und versenden. Sehr schön sogar. Dann hier die 74 Fracht anhalten. Anhänger übernehmen. Ich nehme einen frischen Fahrer. Abfahren. Versichern. Versenden. Auch erledigt. So, was habe ich jetzt noch da? Ein Tieflader. 58, 54, 72, also alles. Den 72er halte ich mal zurück. Machen wir 58, 54. Ah, na, hier. Da geht der 72er raus. Was? Predinger fährt uns nach Bayreuth. Jetzt ist wurscht, jetzt kann ich da oben einfach einen vollen schöpfen, dann fange ich mit dem Auftrag an. Dann nehme ich den kleineren, Friedrichsen, du fährst nach Augsburg, jawohl, das passt mir ganz gut. Und weg. So. Tieflader sind eigentlich gut unterwegs, da habe ich jetzt nichts, was brennt, lass mal stehen. Kühl. Da habe ich morgen jetzt drei Aufträge hier. Der Zug sind auch beide da, das passt. Dann machen wir die beiden. Schauen wir uns gleich an. Für morgen ja hier, hier. LKW-Arzt hat den Zug. Wechseln, jawohl. Faust. Abfahren. Versichern. Versenden. Und zu guter Letzt. Sag ich mal. Den zweiten habe ich noch einen Auftrag hier. Neunfacht anhalten. Nehmen wir den LKW. Fahren nach Salzburg. Anhänger ab. Abfahren. Versenden. Wunderbar. Dann kann ich jetzt diesen Auftrag gleich angehen. Nach Lindau. Das dauert ein bisschen. Akzeptieren. Garantik, ein neuer Fahrer, Anhänger ab. Ich glaube 3 Stunden hin, 3 Stunden zurück. Ja. Wunderbar, wir versichern und weg ist er.
Das gefällt mir. 16 Uhr sind schon wieder Aufträge da. Macht man uns aber gar nicht verdammt. So, jetzt schauen wir Pritsche am 7. Am 4. habe ich zwei Aufträge. Gehen wir da erstmal rein. LKW-Arzt-Sattelzug. Tieflader, jawoll. Akzeptieren. Prilon. Wir versichern den mal. Und versenden. Wunderbar. Jetzt habe ich den 7. noch. 7. Hier 4. Genau, den Sattelzug. Fahren den Auftrag weg, rufen gleich bei Sammeltrans an und ich hoffe, die können den Rest übernehmen. Jawohl, macht er. Problem gelöst. Wieder ein Auftrag erledigt. Gefällt mir gut. So, weiter geht's. Tun wir gar nicht lang rum. Container. Dritter, zweiter. Hier 7 Frachteinheiten, die müssen weg. Passt, da haben wir noch einen kleinen LKW für. Bernstein, Anhänger ab. Abfahren, versenden, erledigt. Gut, das sieht sich gut aus. Hier wäre es halt echt cool, wenn man in diesem Menü eine Möglichkeit hat, nach Auftragsarten zu sortieren. Das wäre das Nonplusultra. Aber was nicht ist, das ist halt nicht. So, jetzt stehen wir da mit unserem Talent. Machen wir es so. Fliegen übernimmt, abfahren, versenden. Und was habe ich hier noch? Ein 27er, jawohl. Das ist auch gut. Auch okay, wollte ich sagen. Den Auftrag gleich. Das ja. Wunderbar. Super. Tun wir nicht lang rum. Wir verlegen in unser Büro. Dann können wir die Aufträge um 17 Uhr noch abholen. Da kommt dann zum letzten Mal was rein. Und dann ist das alles im grünen Bereich für den heutigen Tag. Schauen wir mal, gab es noch irgendwas? LKW 5. Nein, sonst gab es keine Meldungen, die mich tangieren. Kühl für den 3. Das ist morgen. Aber Hinweis, ja, wir haben genug Kapazität, den nehme ich an. Auf morgen. Das muss ich mir noch gut überlegen, ob ich den annehme. Den nehme ich an. Aber den schaffe ich auch. Container für den 4. Ja, das ist okay. So, dann schauen wir mal. Nach Bayreuth fahren wir. Ja, das machen wir. Nach Würzburg, auch okay. 46 Frachteinheiten nach Salzburg. Nein. Sorry, Leute, das geht gar nicht. Nach Lindau. Pritsche nach Lindau. Das könnte man eigentlich machen, da kann die Bahn nicht. Wunderbar. Also, unser Auftragsbuch ist wieder ein klein bisschen gefüllt. Aber bei weitem noch nicht so, wie wir es schon hatten. Das kommt aber noch. Wenn wir ein bisschen
reduziert die Annahme von unseren Wartungsproblematiken. Das ist echt hart gerade. So, dann verschicken wir mal. Der da geht raus, der Tieflader mit dem einen Auftrag für morgen. Hier. Der muss nach Ulm. Tretboote fahre ich gerne nach Ulm. Teilen übernehmen, wir versichern und weg mit dir. Dann der Kühlauftrag, den ich angenommen habe. Der morgen weg muss. Wo ist er? Hier, übermorgen muss er weg. Was du heute kannst besorgen. Und so weiter. Abfahren, versichern, versenden. Wunderbar. Jetzt geht's weiter. Wir machen unsere obligatorische große Rundfahrt. Erstmal zum Hafen. Schauen wir mal, was da geht. Die 13 hat einen Ölverlust. Aha. Ja, schön. 16 Frachteinheiten am 3. Schiff buchen. Was haben wir hier? 17 Frachteinheiten, das passt. 30 Frachteinheiten, geil. Ja, aber mit dem Schiff konnten wir die Containeraufträge ziemlich runter reduzieren. Jetzt gucken wir mal. Sonstiges, Sammeltrans. Kann ich den Spaß hier noch abtreten? Mache ich. Wunderbar. Das ist gut. Und was sagt die Eisenbahn? Komm, ein, zwei Aufträge wären schon noch schön. Was. Da bleibt was übrig. Das schauen wir mal, den Auftrag würde ich gerne versenden. Darum versichern wir. Zu buchen. Ich habe. Nein, wir haben Glück. Dann versichern. Zu buchen. Zu buchen. Hervorragend. Jetzt wird es aber wieder spät heute. Das war so gar nicht geplant. Passiert. Zurück zur Dienststelle. Wir verschicken jetzt noch den Tieflader und dann gehen wir nach Hause. Übernimmt den, versichern, versenden. Ich bedanke mich, aber jetzt ist Feierabend. Wunderbar. So, mal schauen, was die liebe Familie sagt. Die würden uns den Arsch blasen. Ah, okay, Motherboard hier. 300 Mark. Ja, das waren Zeiten. So, der Tag ist um. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Schaut wieder rein. Bis dahin. Ciao. Bye, bye.